Gut, dann darf ich euch zur Pressekonferenz nach dem Eröffnungsspiel 60 München gegen Preußen Münster recht herzlich begrüßen. Endstand vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften 60er Stadion 1:1. Die beiden Trainer, Sven Hübscher, Daniel Birovka, darf ich begrüßen. Und unseren Gast darf ich natürlich um die ersten Worte zum Spiel bitten. Ja, danke, ist auch wichtig, bevor die Stimme dann endgültig weg ist. Das ist meistens so nach dem ersten Spieltag. Für uns war es eine Ausgangssituation, die uns durchaus vor eine Aufgabe gestellt hat. Eröffnungsspiel in München vor vollem Haus mit einer jungen Mannschaft, mit einer Mannschaft, die neu zusammengestellt ist, die sich erst seit 5 Wochen kennt. Und ich bin positiv überrascht gewesen, wie die Jungs direkt da waren, im Spiel eine gute erste Halbzeit gespielt haben, richtig gut organisiert gegen den Ball gearbeitet haben und immer wieder auch versucht haben, fußballerische Lösungen zu finden, weil das einfach wichtig ist. Dass da nicht alles immer so funktioniert, ist für mich auch absolut okay, weil es einfach eine Entwicklung ist und wir arbeiten seit 5 Wochen jetzt daran. Da kann nicht alles funktionieren, gerade wenn man gegen Gegner wie die 60er spielt. In der zweiten Halbzeit fällt dann für uns zu früh das Gegentor aus dem Elfmeter. Dann entwickelt 60 natürlich auch eine Wucht und drängt auf mehr und da müssen wir aufpassen, dass wir im Spiel bleiben. Das haben wir auch vorher thematisiert, auch wenn wir mal einen Ausgleich oder ein Gegentor bekommen, dass wir im Spiel bleiben. Dass wir handlungsfähig bleiben. Mit Ball waren wir viel zu hektisch. Keine Entlastung mehr hinbekommen, haben viele Ballverluste gehabt, haben viele lange Bälle auf Heinzmann gespielt, was die 60er besser verteidigt haben. Und ich glaube, dass die 60er dann auch mit dem Ausgleichstor deutlich besser ins Spiel gekommen sind. Und ich glaube, dass am Ende für uns der Punkt okay ist. Ich hätte auch gerne gewonnen, gar keine Frage. Aber ich kann mit dem Punkt nicht mehr nach Hause fahren, wenn wir definitiv für uns erstmal in der Liga angekommen sind und versuchen, der nächste Woche nachzugehen. Vielen Dank. Ich wäre auch dich. Darf ich noch ein paar Worte bitten? Ja, das kann man eigentlich schnell zusammenfassen. Das Spiel ist so schlecht für die erste Halbzeit laufen und so gut war dann die zweite. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass wir in der ersten Halbzeit keine Überzeugung, keinen Mut gehabt haben, zu ängstlich waren, wir keine Holz richtig im Ball haben, auch viel zu wenig Läufe in die Tiefe. Der Gegner hat es sehr, sehr eng gemacht, im Mittelfeld hat er gut verteidigt, hat immer wieder versucht, ein paar Gewinne zu erzielen. Wir haben es teilweise auch schon schlecht gemacht in der Spielöffnung, haben uns zu oft auf eine Seite drängen lassen, sind immer rausgekommen. In der zweiten Halbzeit war das Gesicht, was ich eigentlich von meiner Mannschaft sehen wollte. Das war dann genau das, dass wir mit Powerfußball spielen, dass wir auch die richtigen Lösungen finden. Das haben wir dann gut gemacht, auch immer wieder gefährlich in 16 gekommen. Da waren wir dann teilweise einen Schritt zu spät oder haben dann nicht die nötige Konsequenz gehabt, den Ball in die Linie zu drücken. Aber im Großen und Ganzen, das muss der Weg sein, die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit können wir total vergessen, weil so kann man nicht Fußball spielen in der dritten Liga. Aber die zweite Halbzeit war wirklich total in Ordnung und das muss einfach der Weg sein und einfach die Jungs müssen lernen, mit Mut und mit Überzeugung Fußball zu spielen. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? In dem Fall würde ich bitten, das Mikro zu nehmen.